Zwar nicht rappelvoll, aber dennoch gut besucht, war der Viktormarkt am Samstag auf dem Dülmener Marktplatz. Neben professionellen Händlern hatten sich eine Reihe von Privatverkäufern eingefunden, um ihre gebrauchten Bücher zu verkaufen. Und zwar, wir unterscheiden ja einmal in Viktormarkt und Büchermeile. Der Viktormarkt ist ja ein Neuwarenmarkt und da haben wir so um die 20 bis 25 Aussteller. Und auf der Büchermeile, ja, da sind es über 40. Das Interesse ist wirklich richtig groß. Und ja, das Ganze findet jetzt zum 6. Mal statt und wir freuen uns da auch total drüber, ja, dass viele, viele Aussteller nach Dülmen kommen und ihre Bücher anbieten möchten. Das Angebot war vielfältig, ob Romane, Comics, Schallplatten oder CDs. Nachdem der Verkauf am Vormittag schleppend anlief, gab es gegen Mittag bereits zufriedene Gesichter bei den Verkäufern. Die Stadt füllte sich. Wir rechnen schon mit einigen hundert Besuchern, die heute dann hier in die Stadt kommen werden. Ja, die Leute natürlich aus Dülm rundherum, aber auch aus dem Ruhrgebiet kommen viele. Was wird nachgefragt? Ja, gemischt. Kinderbücher immer wieder noch mal gerne und dann Thriller, Romane, Liebesromane, alles so quer durch. Es wird quasi nach allem gefragt, ob Kochbücher, alte Literatur. Wir haben hier alte Monatshefte von Westermann noch. Das geht gerne und gut. Die Käufer freuten sich über das umfangreiche Angebot auf dem Viktormarkt. Ich suche speziell was man so nach Feierabend locker lesen kann. Nicht irgendwie Historisches oder so, sondern Unterhaltung. Ich habe schon drei Bücher gefunden von bekannten Autoren, also von den Autoren, die mir bekannt sind. Und die muss ich jetzt erstmal durchlesen. Bücher für meine Tochter. Die liest ganz viel und Romane für meine Tochter. Ich habe noch nichts gefunden, aber wir sind noch am Anfang. Passend zum Büchermarkt veranstaltete die Stadtbücherei ein Bücherfest mit einigen Aktionen und Preisverleihungen. Heute ist den ganzen Tag in der Bücherei alles Mögliche los. Viele Spiele für Kinder, teilweise frei, teilweise ein bisschen kostenpflichtig. Ein großes Glücksrad mit ganz vielen Preisen. Der Sommerleseclub war dieses Jahr wunderbar angenommen. Wir hatten über 100 Anmeldungen für den Juniorclub, ich glaube 177, wenn ich mich genau erinnere, und weit über 200 für den Seniorclub. Erfolgreich waren 230 Kinder. Das ist ein super Ergebnis, fast 60 mehr als im letzten Jahr, die erfolgreich waren. Auf allen Etagen verteilten sich die zumeist jugendlichen Leserinnen und Leser, um an den Aktionen der Stadtbücherei teilzunehmen. Gegen Mittag wurde es dann spannend. Die ersten Urkunden und Preise wurden ausgehändigt. Und dann haben wir um 12 Uhr noch die Preisverleihung für den Schreibwettbewerb. Und da werden auch diverse Preise ausgegeben. 9 Preise in Form von Buchgutscheinen und ein Sachpreis für eine Grundschülerin. Am Ende der Veranstaltungen gab es sowohl bei Stadtbücherei als auch bei Dülmen Marketing zufriedene Gesichter. Auch im nächsten Jahr soll es wieder einen Büchermarkt geben.